Ja, servus Otto, ich freue mich, dass du heute Zeit genommen hast, ja, mit mir gemeinsam einen Beitrag für meine Webseiten für Senioren zu machen. Schön, dass du die Zeit genommen hast, ich freue mich, dass ich da bin. Der Otto ist ja ein Künstler, ein Maler und das muss man sagen, mit Fleisch und Blut. Der Otto hat einmal den schönen Spruch, schöner Punkt zu träumen, als grau zu denken. Und das finde ich ist ein ganzer ein feiner Satz, das zeigen ja auch seine Bilder, diese Buntheit, die Buntheit im Leben, die Buntheit, was man einfach braucht, damit alles sich freudiger ist. Ja, Otto, und jetzt sag einmal, die Leute möchten ja irgendwas von dir kennenlernen. Vielleicht kannst du dir mal kurz vorstellen, wer bist du, was ist deine Person? Ja, ich bin der Otto Altmann, ich bin Kunstmaler, der zwar in Österreich nicht so bekannt ist, weil ich meine künstlerische Tätigkeit in Schweden gehabt habe und da in Österreich nur mehr so Ausläufer mit Ausstellungen gehabt habe. Und Stockholm war natürlich ein Pflaster, wo man leben hat können, was ja da nicht so der Fall ist, aber mit dem habe ich natürlich vom Anfang an gerechnet. Gott sei Dank bin ich nicht so aufs Materielle aus, sondern eher auf eben, ich bin von der Kunst besessen und da habe ich mir natürlich auch ausleben können in Form des Stiles, der angefangen hat mit dem fantastischen Realismus und jetzt über Mandalas zum Kubismus geführt hat. Das ist, glaube ich, bei jedem Künstler so, dass irgendwo mal die Zeit kommt, wo er sich verändert, vielleicht auch verbessert. Das liegt aber, das, was ich gemacht habe, die Qualität liegt an sich im Auge des Betrachters. Und wenn wer meine Bilder mag, dann ist es natürlich schön. Und wenn nicht, wenn sie vielleicht zu bunt sind und so rausgehen und zurückkehren in seine graue Welt, das ist dann nicht mein Problem. Ja, soweit so. Ja. Ne? Opa, wie alt bist du eigentlich? Naja, das darf man gar nicht mehr laut sagen. Fast für mich auch noch immer unglaublich. Ich wäre heuer im Dezember 80. Aber es ist halt so, ich habe es schon langsam begreifen, dass ich zur letzten Generation jetzt gehör. So ist es. Naja, aber die letzte Generation, die hat ja auch seine Qualitäten. Wenn man auch immer wieder sagt, naja, das sind so die Ödern, aber ich denke mir, gerade das Alter, das hat schon Qualitäten. Das hat die Weisheit, die Reife, das Wissen, das Können. Das Alter hat einfach viele Sachen, was die Jungen nicht haben. Und das können eigentlich die ältere Generation beneiden. Und wenn ich mir deine Bilder so in deiner Wohnung anschaue, also ich muss sagen, da ist sehr viel Formfroheit dabei. Das zeigt aber auch, meines Erachtens, von einem ganz frischen Denken. Nichts Düsteres, sondern ja, das lebt auf seine Art und Weise. Und das spürt man da bei den Bildern. Und ich denke mir, wenn man die Bilder sieht und nicht weiß, dass es du gemalt hast, kommt man wirklich mal, wir sind von Jungen. Also so sagen die das. Das freut mich und du hast da irgendwo, da liegt es ganz richtig in deiner Anschauung und mir ist auch das Recht, wenn ich das nicht mehr erklären muss, sondern dass die Leute selber sehen, das ist dann für mich natürlich ein bisschen ein Lob auch dann. Und wenn ich verstanden werde, weil ich doch sehr, wenn man die Bilder anschaut, sehr verschlüsselt arbeite, aber es geht alles, es streckt alles ein bisschen nach oben hin und zur geistigen Verklärung, was mir auch im Leben das Wichtigere war, als wie die materiellen Orgien, die so manche Künstler eben gefeiert haben. Ich bin überzeugt, dass die nicht glücklicher sind wie ich und ich glaube auch, dass ich so, wie ich es gemacht habe, für meine Person richtig gemacht habe und wie der Heinrich gesagt hat, man sieht auch, dass dem Alter noch
aktiv bist und so, das ist auch schön. Von dem habe ich eigentlich mehr, als wir von alles anderen. Ich lebe in meiner Künstlerwelt nach wie vor, denke auch immer nur so und lasse ja, glaube ich, für den, der mich kennt, auch ein bisschen erkennen. Ansonsten lebe ich ein relativ zurückgezogenes Leben, wo es einfach meinen mentalen Bereich eben so ist. Ich glaube, ich war schon sogar als Kind schon ein bisschen immer der Einzelgänger im Sandkistel. Und so ist irgendwie auch geblieben, obwohl natürlich hat schon Phasen gegeben in meinem Leben, wo ich mit viel Trick und Erfahrung das ein bisschen überspült habe und sehr wohl auch mein Leben gelebt habe, was menschliche Bedürfnisse anbelangt. Ja, was ich von dir so erfahren habe und so mitgekriegt habe, ist, der Otto, er ist ein Künstler, aber ich denke mir, du bist auch ein Lebenskünstler. Mhm. Also, was ich so mitgekriegt habe, die 60 Jahre lebst du von deiner Malerei, mhm. Das, was sicher nicht immer einfach gewesen ist. Es gibt ja bei den Künstlern, das wissen wir alle, auf, ab und da spielt sich einiges ab. Mhm. Ich denke mir, das Leben hast du hübsch hinter dir und die 60 Jahre in der Malerei tätig, das ist schon eine feine Sache. Mhm. Was aber mich und vielleicht auch die Zuschauer so interessiert, ist auch das, es sind ja viele Menschen, die, solange sie im Leben stehen, Berufsleben stehen, haben sie oft gar nicht die Zeit und das Gespür und das Ganze dafür. Und ich habe immer wieder Menschen schon kennengelernt, die, wenn sie dann in die Pension gekommen sind, so richtig aufgeblüht haben. Und haben im Endeffekt ja so eine Fähigkeiten entdeckt, eine künstlerische Ader entdeckt. Und das denke ich mir, das ist auch eine Qualität vom Alter. Du bist ja jetzt eigentlich, man kann nicht sagen, du bist jetzt in Pension gegangen. Dein Leben, glaube ich, ist ja immer hübsch gleich so verlaufen bis zu den 80er Jahren, wie man so sagt mit den 80er Jahren. Und ich denke mir aber, viele haben schon die Chance, oder siehst du das anders, dass man sagt, auch im Alter kann man trotzdem sich nur künstlerisch bewegen? Natürlich, also auf jeden Fall ist jedem anzuraten, wenn er... Ich glaube, wichtig ist, dass er die Liebe dazu entdeckt, dann wird auch was draus. Dass natürlich ich von jung auf die ganze Technik, die in der Malerei auch wichtig ist, heutzutage mehr denn je, an sich auch natürlich kein Nachteil ist, wenn man es beim Umsetzen auf Bilder und so. Aber es gibt natürlich, wie überall auch, gute und schlechte Maler oder Künstler. Aber ich glaube, um das geht es gar nicht so sehr. Wenn derjenige, der, wie du sagst, da im Alter noch anfängt, sich zu betätigen und dabei glücklich ist, dann frage ich mich, wo ist dann nun der Fehler? Da ist kein Fehler dann drinnen. Das ist voll in Ordnung natürlich. Ne? Ja, und meine Linie ist ja immer das, dass ich eben sage, es ist nie zu spät zu beginnen. Und ich denke mir, auch im Alter kann man nur lernen. Mhm. Und es gibt keine Grenze für das. Mhm. Ich sehe immer wieder betont, es ist halt dann oft dauert es ein bisschen länger und man braucht halt ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn ich heute was will, dann kann ich auch noch lernen. Da kann ich auch noch, ich kenne einen, der ist über 80 Jahre, den habe ich schon mal in meiner Sendung gehabt, der ist glaube ich 83 gesetzt worden. Und der gibt zum Beispiel Malunterricht einer ganzen Gruppe. Also da sieht man, dass der, und das gefällt mir auch, dass er das einem Jungen weitergibt, mhm. Und dass der in seinem Alter auch noch so aktiv ist. Mhm. Und so wie du ja auch in deinem Alter nur meinst, du eine Idee hast, ist ja eine ganz feine Sache. Und das ist das, was ich auch in die Menschen weitergeben möchte. Also es ist nicht spät. Also man kann wirklich alles anfangen, es muss einem einfach dauern und gefallen und ich glaube, dann steht nichts im Weg. Da gebe ich dir an sich sehr vollkommen recht. Und da fühle ich mich sogar als Parallelläufer. Ich habe da in den letzten Jahren viel mit Kindern vom Hort in Altmünster, Schülerhort, gearbeitet, mit großer Freude. Und die Kinder haben mich auch sehr mögen, weil ich irgendwie gut meinen sogenannten Schmäh gepackt habe. Auf Du waren wir und die anderen und wieder war ich der Opa und das hat ganz gut hingehauen. Und so hat er dann im heurigen Jahr sogar noch zu einer großen Kinderausstellung in Linz geführt.
im Regierungsgebäude, ich weiß nicht genau, wie das dort beim Bahnhof heißt, wo alle recht erfreut gehabt haben, die Beteiligten, vor allem auch ich, weil ich meine Kinder, habe ich gesagt, auch erleben dürfen und habe auch gespürt, dass sie mich mögen. Und das war mir lang genug. Das war ganz eine klasse Sache. Ne? Vielleicht kommt es nur einmal vor, dass sie mich holen, dann bin ich jederzeit ansprechbar. Auf jeden Fall eine feine Sache für dich selber gewesen, aber ja, auch für die Kinder. Natürlich. Und das ist ja das, was für mich immer wieder wichtig ist, so generationsverbindend die Sachen zu machen. Mhm. Und gerade in der Kunst, denke ich mir, kann man auch den Weg zu den Kindern ganz schnell finden und die Kinder umgekehrt auch zum Alter. Und denen taugt ja das Malen, auch das Zeichnen, denke mir, das ist sicher ganz eine gute Sache. Mhm. Ich sag auch zu den Alten, wenn es die Kinder machen können, die ja auch keine Ausbildung haben, dann können sie Alten genau das so machen. Die Alten sollen einfach wieder Kinder werden und sich freuen an dem, was sie tun. Und Vorbilder sind da wirklich Kinder. Ich habe viel gelernt von den Kindern, von der Anschauung her. Und das ist gar kein schlechter Tipp, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn man so sagt, die Älteren werden wieder wie die Kinder, in dem Fall ist es sogar ganz gut, weil manches ist ja oft nicht so gut behaftet, aber ich denke mir auch, wenn man so diese Gelassenheit von den Kindern übernehmen kann und nicht immer, na, was denken sich dann die anderen, wenn ich das Zeichen gefällt einer, die Kinder zeichnen einfach drauf los und die lassen so ihren Gefühl einen Lauf und was für Kind. Und ich glaube, da müssen wir älteren Menschen oder überhaupt die Erwachsenen wieder einen Weg dazu finden, gelassen zu sein, und das ist das meine. Und auch nicht, ich glaube, wir sind oft so selbstkritisch, egal was wir machen. Das was ja die Kinder nicht so sind. Und da denke ich mir, ist im Alter sicher noch mal kurz anfangen, wenn man es einfach aus, so wie es ist, was Kind. Ja. Und ich denke mir, ich meine, ich bin kein Künstler, aber ich glaube schon, dass das so ein Zugang ist, den sich die Künstler absolut, auch hat, absolut, dass es einfach, wenn es rausläuft, ich glaube, man kann eh nicht malen, wenn man nicht gut drauf ist. Ja. Also, ich glaube, das kannst du ein bisschen bestätigen, dass man einfach bei einem gewissen Zustand sein muss, dass es wirklich fließt und dass der Pinsel von selben geht, auf Deutsch gesagt. Gell? Richtig, ja. Naja, ja, das war Fragen oder? Ja, was wir so mal schauen, also ist, diese Art zu malen, ja, hast du das von Anfang an so gemacht? Wie nennst du das? Ich bin doch so versiert. Naja, es ist ja so, wenn wir mit 19 dann, wir waren dann auf der Kunstakademie, dass man da natürlich schon sehr viel, dass man noch nicht die Geschliffenheit hat, die man vielleicht nach 40 Jahren Malerei hat. Aber schon, ich habe zum Beispiel zu meinem Lehrer, ich habe zwei Lehrer gehabt, aber zu den anderen, das war der Steffe in Schweden, ein Österreicher übrigens, immer gesagt, bitte schleif mich bis zum Gehtnimmer, weil ich natürlich auch gespielt habe, aber ein bisschen an Nachholbedarf, nicht? Und wir haben dann sehr viel auch auf der Sommerakademie gearbeitet, hat man am allermeisten gelernt, weil da war dann auch immer ein guter Austausch mit den anderen Professoren. Und ist natürlich, je mehr Training, desto besser ist man am technischen Sektor auch daheim, aber es ist, Vielleicht, die Frage stelle ich mir oft, vielleicht ist es so wahr, wenn man die heutige Kunstszene betrachtet, nicht immer so unbedingt notwendig. Es gibt da Kunstrichtungen, wo es so richtig, ich sage für meine Begriffe, die Sau rauslassen, aber ich bin vielleicht nicht der Charakter dafür, sondern eher Genauigkeit. Mein Lehrer in Schweden hat da unter anderem indische Miniaturmalerei studiert gehabt und das war faszinierend. Und da hat sich ein bisschen was abgefärbt da in der Art der Technik. Ne? Und das kommt natürlich, ich glaube, das hat mit dem eigenen Charakter immer zu tun. Ein spontaner Maler wird im Pinsel drüber fahren, dass nicht so passt und kann ganz gut werden. Der war ich nicht. Meine Pinseln waren alle die kleinen Marderhaarpinseln und vor allem auch die Zeit,
die ich braucht habe für ein Bild. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Es war nichts. Es war nicht schnelllebig, aber auch sehr viel Ausdauer dabei, stundenlang. Jetzt ist es natürlich nicht mehr, jetzt bin ich schon sehr müde auch. Was man nicht glauben würde, dass Malerei sehr wohl sehr anstrengend sein kann. Aber gut, das muss jeder selber für sich herausfinden, was er will. Ne? Mir hat das immer gefallen, die sich selber überwinden auch. Zu einer Leistung und gerne auch ein bisschen so unter Anführungszeichen ein bisschen einmalig werden in seiner Art. Ich glaube, dass ein Künstler gewonnen hat, wenn er in seiner Darstellung, egal wie es jetzt ist, irgendwie ein bisschen einmalig ist und dadurch auch originell wird. Und das zieht natürlich dann schon an. Ja, und du hast jetzt was angesprochen. Ich glaube, so einzigartig und einmalig sind wir ja eigentlich alle miteinander. Und darum auch das Schöne, dass jeder Künstler ganz was anderes bringt, ganz verschiedene Sachen. Mhm. Ganz sicher, man kann sich wahrscheinlich ein bisschen was abschauen von den anderen. Aber im Großen und Ganzen, das ist das, was ich zuerst sagen will, ist, in jedem von uns, denke ich mir, steckt ein kleiner Künstler. Es geht einfach auch, den zu entdecken, den auszulassen, den zu unterstützen. Ja. Und ich denke mir, dann lässt sich auch vielleicht am Anfang auf bescheidene Art und Weise, aber sicher noch einiges machen. Und da, glaube ich auch, spielt das Alter keine Rolle. Ja. Wenn ich kann, wenn ich will, und vor allem die Lust habe, dann kann es passieren. Mir, ja. Dann ist schon einiges drin. Ja. Und dann, wenn ich mich da in unter seiner Wohnung so umschaue, da sind ja wirklich Bilder, wo ich mir denke, von. Und ja, fasziniert mich einfach. Wie gesagt, ich bin nicht wirklich ein Künstler, aber mir gefällt das einfach. Ja, und so liebe Zuseher, ihr seht, es ist einfach vieles möglich. Es ist auch im künstlerischen Gebiet noch viel möglich. Ihr seht es bei Otto mit 80 Jahren, malt er, hat er Freude dabei. Und man spürt aber auch bei ihm immer wieder, wenn ich mit ihm zusammenkomme, so diese Lebensfreude und einfach so das Schöne rundum, was er da hat, das merkt man. Also das gibt da schon einiges. Ja, liebe Zuseher, wie gesagt, mir hat es gefreut, dass ihr heute wieder mal auf meine Plattform reingeschaut habt. Ich habe euch einen Otto vorstellen dürfen und vielleicht ist das auch mal wieder eine Anregung an euch, ob das jetzt das Künstlerische ist beim Malen, beim Schreiben oder bildhauerisch oder sonst irgendwas. Aber hört und schaut mal in euch ein bisschen rein, vielleicht findet ihr einen Weg. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal auf unserer Plattform sehen. Ich wünsche euch bis dorthin alles Gute und bleibt im Lebensfluss, so wie der Otto auch noch voll im Lebensfluss ist. Dankeschön. Thank you.